Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Liebe Evolutionsfreunde, im letzten Video dieser Reihe befassten wir uns mit Atomen, dem Periodensystem und wie sich Atome miteinander verbinden. Dieses Mal geht es ans Eingemachte, nämlich um unsere Nährstoffe. Wir essen ja eine ganze Menge unterschiedlichsten Kram. Doch alles, was wir essen und uns die Energien gibt, die wir brauchen, um zu überleben, lässt sich in drei Stoffgruppen einteilen: Proteine, Kohlenhydrate und Lipide. Wir sind organisch. Nachdem wir nun so einiges über das Wasser erfahren haben, wenden wir uns größeren Molekülen zu. Abgesehen vom Wasser sind die meisten Moleküle in unserem Körper organische Verbindungen. Aber was heißt organische Verbindung überhaupt? Das sind Verbindungen, die Kohlenstoffatome enthalten. Und tatsächlich, alle größeren Moleküle und Naturstoffe haben das Element Kohlenstoff. Ob Zucker, ob Eiweiße oder Fette. Doch warum ausgerechnet Kohlenstoff? Das hat viel mit den Eigenschaften dieses Elementes zu tun. Denn Kohlenstoff kann, wie kein anderes Element, vielfältige und vor allem stabile Verbindungen eingehen. Besonderheiten des Kohlenstoffs sind es, Ketten und Ringe mit sich selbst und anderen Elementen sowie Doppel- und Dreifachbindungen zu bilden. Aufgrund seiner mittelstarken Elektronegativität hat es ein gutes Bindungsvermögen sowohl zu elektropositiven wie auch elektronegativen Elementen. Für die biochemischen Vorgänge in Lebewesen sind Kohlenstoffverbindungen mit Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel am bedeutendsten. Die letzten drei Elemente sind bei organischen Molekülen Hauptbestandteile der funktionellen Gruppen. In der Chemie versteht man unter funktionellen Gruppen große Atomgruppen in organischen Verbindungen, die die Stoffeigenschaften und das Reaktionsverhalten bestimmen. Chemische Verbindungen, die die gleichen funktionellen Gruppen tragen, werden aufgrund ihrer oft ähnlichen Eigenschaften zu Stoffklassen zusammengefasst. Es gibt eine ganze Reihe solcher Stoffklassen, eine sei beispielhaft erwähnt. Jeder kennt Alkohol. Doch es gibt verschiedene Alkoholarten. Derjenige, den wir gerne im Bier, Wein oder Wodka haben, ist Ethanol. Ethanol besteht aus 2 Kohlenstoffatomen, 6 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Die sogenannte Summenformel, also wenn ich alle Atome zusammenzähle, wäre C2H6O. Doch tatsächlich wird am häufigsten die Summenformel C2H5OH verwendet. Also wird ein Wasserstoffatom gesondert hinter dem Sauerstoffatom gestellt. Warum? Das OH stellt nämlich die funktionelle Gruppe der Alkohole dar. An dieser OH-Gruppe erkennt man also die Alkohole, stellen sie in diese Stoffklasse mit den entsprechenden Eigenschaften. In der offiziellen Namensgebung der Chemie werden Alkohole mit der Endung -ol genannt, wie bei Ethanol. Es gibt natürlich eine Reihe weiterer Alkohole, bekannt ist zum Beispiel das Methanol, der einfachste Alkohol mit der Summenformel CH3OH. Es hat also anders als das Ethanol nur ein Kohlenstoffatom. Aber dieser kleine Unterschied hat enorme Effekte, denn Methanol ist in geringsten Dosen tödlich. Soweit das Wichtigste zu den funktionellen Gruppen. Die wichtigsten Biomoleküle, die wir haben, sind Proteine, Kohlenhydrate, Fette und Nukleinsäuren. Wir werden uns in diesem Kapitel mit den ersten drei beschäftigen. Die Nukleinsäuren, wozu auch die DNA gehört, verdient eine gesonderte Folge. Eine Zelle besteht zu 70% aus Wasser. Die restlichen 30% machen unterschiedliche Moleküle aus. Davon ca. 15% Proteine, jeweils 2% Fette und Kohlenhydrate, 7% Nukleinsäuren in Form von DNA und RNA und 4% bestehen aus Ionen, zum Beispiel Salzen und anderen kleinen Molekülen. Unsere Biomoleküle sind Makromoleküle,
die aus einzelnen Bausteinen bzw. Untereinheiten aufgebaut sind. Man bezeichnet sie auch als Monomere. Monomere verbinden sich dann durch kovalente Bindungen zu Polymeren, also den Makromolekülen. Wir werden nun die Monomere und Polymere unserer Biomoleküle kennenlernen. Aminosäuren. Proteine machen den größten Anteil unserer Makromoleküle aus und sie bestehen aus Aminosäuren. Aminosäuren sind also die Monomere, Proteine die Polymere. Wie ist der Grundaufbau einer Aminosäure? Schauen wir uns dazu diese Abbildung an. Zum einen haben wir ein Kohlenstoffatom, es ist das zentrale Kohlenstoffatom. An diesem befinden sich vier Bindungsmöglichkeiten. Am oberen Ende ist eine Verbindung mit einem Wasserstoff. Auf der linken Seite findet sich eine Aminogruppe, die aus einem Stickstoffatom und zwei Wasserstoffatomen besteht. Rechts befindet sich die Carboxylgruppe. Eine Carboxylgruppe ist ein Kohlenstoff, das eine Doppelbindung mit einem Sauerstoff eingeht und eine Verbindung mit einer Alkoholgruppe, also Sauerstoff plus Wasserstoff. Die Aminogruppe und die Carboxylgruppe sind die zwei funktionellen Gruppen der Aminosäure, die jede Aminosäure besitzt. Die vierte Bindung des zentralen Kohlenstoffatoms wird mit R abgekürzt. Sie steht für Rest- bzw. auch Seitenkette. Diese ist bei den verschiedenen Aminosäuren unterschiedlich aufgebaut. Die einfachste Aminosäure ist Glycin, dessen Seitenkette nur aus einem zusätzlichen Wasserstoffatom besteht. Insgesamt kennt man über 250 Aminosäuren. Für biologische Systeme sind aber nur 20 relevant, die Proteine in unserem Körper bilden. Aminosäuren sind übrigens auch Zwitterionen. Das Spannende ist nämlich, dass die Aminogruppe eine leicht basische, die Carboxylgruppe eine leicht saure Funktion hat. Das Vorhandensein beider solch gegensätzlicher Gruppen führt unweigerlich zu Wechselwirkungen. Dabei gibt nämlich die Carboxylgruppe ein Proton an die Aminogruppe ab. Dadurch wird die Carboxylgruppe negativ geladen, COO-, und die Aminogruppe positiv, NH3+. Eine Aminosäure hat somit zwei Ladungen, die sich aber gegenseitig aufheben, wenn sich die Aminosäure im isoelektrischen Punkt befindet. Das ist exakt der definierte pH-Wert einer wässrigen Lösung, bei der sich bei Zwitterionen die positive und die negative Ladung ausgleichen. Dieser isoelektrische Punkt ist von Aminosäure zu Aminosäure unterschiedlich, abhängig von der Seitenkette. Durch diese Ladungsverteilung wird die Aminosäure auch wasserlöslich. Innerhalb der organischen Chemie gibt es noch das Phänomen der Isomerie. Isomerie bedeutet, dass die Summenformel des Moleküls die gleiche ist, die Strukturformel jedoch eine andere. Das heißt im Grunde genommen nur, dass ein Molekül die gleiche Anzahl von Atomen haben kann, diese aber unterschiedlich angeordnet sein können. Das kann man zum Beispiel beim Propanol, einem Alkohol mit drei Kohlenstoffatomen, ansehen. Alkohole haben als funktionelle Gruppe, wie gesagt, die OH-Gruppe. Beim Propanol kann aber die OH-Gruppe entweder am mittleren C-Atom oder am ersten C-Atom sein. Die Zahl der Atome ist die gleiche, die Position der funktionellen Gruppe jedoch eine andere. Dadurch haben Moleküle auch verschiedene chemische und physikalische Eigenschaften. Solche Isomere werden vor allem bei den Kohlenhydraten wichtig sein, schon als Vorwarnung. Eine weitere Form der Isomerie ist die Chiralität, auch Händigkeit genannt. Vielleicht hat jemand schon von linksdrehenden und rechtsdrehenden Aminosäuren etwas gehört. Das ist die besagte Chiralität. Das ist wie mit unseren Händen vergleichbar. Dieselbe Anzahl an Fingern, Knochen, Muskeln und so weiter, und doch können wir unsere Hände in eine linke und eine rechte Hand unterscheiden. Dasselbe kann auch auf Moleküle zutreffen. Doch da geht es nicht um Finger, sondern um die Lage der funktionellen Gruppen. Bei den Aminosäuren kommt es darauf an, an welcher Seite die Aminogruppe und die Carboxylgruppe liegen und sich im dreidimensionellen Raum das Molekül natürlich bewegt.
Dies zeigt diese Abbildung. Befindet sich die Aminogruppe in dieser Darstellung links, haben wir die L-Form von Levo links. Steht sie rechts, haben wir die D-Form von Dextro rechts. Diese Darstellung ist die sogenannte Fischer-Projektion. Die Fischer-Projektion ist eine Methode, die Raumstruktur einer linearen chiralen chemischen Verbindung eindeutig zweidimensional, also zum Beispiel auf einem Blatt Papier oder auf den Bildschirm, abzubilden. Da es sich um gleiche Moleküle handelt, die sich lediglich im räumlichen Aufbau unterscheiden, haben sie auch identische chemische und physikalische Eigenschaften, unterscheiden sich aber in der Brechung und Polarisierung des Lichts. Aber so wie eine linke Hand nur in einen linken Handschuh passt, können sich beide Formen L- und D-Aminosäuren nicht ineinander überführen. Lebewesen bevorzugen daher eine der Formen. Und bei Proteinen und Aminosäuren sind bei Lebewesen fast ausschließlich aus L-Aminosäuren aufgebaut. Diese Übereinstimmung bei allen Lebewesen wird auch als ein wichtiger Hinweis für den gemeinsamen Ursprung allen Lebens gedeutet. Lediglich bei einigen Bakterien hat man in einer Zellwand einige Proteine mit rechtsdrehenden, also D-Aminosäuren, gefunden, möglicherweise als Anpassung gegen bestimmte Antibiotika, die die Zellwände der Bakterien zerstören. Wie schon erwähnt, sind 20 verschiedene Aminosäuren am Aufbau unserer Proteine beteiligt, die sich in ihrer Seitenkette unterscheiden. Je nachdem, aus welchen Atomen diese Seitenketten bestehen, kann man sie in verschiedene Untergruppen einteilen. Das sehen wir hier. Es gibt Aminosäuren, die sind unpolar und neutral. Dazu gehören zum Beispiel Alanin und Leucin. Es gibt Aminosäuren, die sind polar und neutral. Dazu gehören Aminosäuren wie Glycin und Glutamin. Es gibt Aminosäuren, die sind eher sauer. Dazu gehören zum Beispiel die Asparaginsäure. Und dann gibt es Aminosäuren, die eher basisch reagieren. Dazu gehören zum Beispiel Arginin oder Lysin. Wie diese Einteilung vermuten lässt, haben diese Gruppen der Aminosäuren verschiedene chemische Eigenschaften, die sich dann auf die Eigenschaften der Proteine auswirken. Wenn Aminosäuren eine Verbindung eingehen, spricht man von der Peptidbindung. Verbinden sich zwei Aminosäuren, hat man ein Dipeptid, bei drei Aminosäuren ein Tripeptid und irgendwann zählt man nicht mehr so genau und dann hat man Polypeptide. Proteine sind in der Regel Polypeptide. Wie läuft eine solche Peptidbindung ab? Die Carboxylgruppe von Aminosäure 1 geht dabei eine Verbindung mit der Aminogruppe von Aminosäure 2 ein. Das heißt, beide Enden reagieren miteinander. Dabei spaltet sich ein Wassermolekül ab und die Amino- und Carboxylgruppe verbinden sich miteinander, bilden eine Peptidbindung. Hier kann man sich merken, wenn Aminosäuren, Kohlenhydrate und andere Monomere sich zu Polymeren vereinigen, geschieht dies oft unter Wasserabspaltung. Man spricht auch von Kondensationsreaktion. An der Verbindung sind Enzyme beteiligt, die die Monomere miteinander verbinden und dieser Prozess kostet Energie. Die umgekehrte Reaktion, der Abbau des Polymers, erfolgt durch die Aufnahme von Wasser, die sogenannte Hydrolyse, und wird ebenfalls von Enzymen unter Energieverbrauch durchgeführt. Aminosäuren sind also die Grundbausteine der Proteine. Ein Protein jedoch nur als lange Kette von Aminosäuren zu definieren, wird diesem nicht gerecht. Grundsätzlich, es gibt zwei Proteinklassen. Faserproteine und globuläre Proteine. Faserproteine gibt es nur bei Tieren. Sie dienen oft als Strukturbildner, zum Beispiel in Form von Bindegewebe oder Muskelfasern. Globuläre Proteine dienen für gewöhnlich nicht der Formgebung, sondern sind hauptsächlich für den Stoffwechsel und Transport zuständig. Membranproteine, Enzyme oder zum Beispiel das Hämoglobin gehören zu den globulären Proteinen. Proteine erfüllen damit eine wichtige Funktion bei Lebewesen. Die Funktion eines Proteins ist eng mit seiner Struktur verbunden. Nach der Struktur der Proteine lassen sich diese auf vier verschiedene Ebenen betrachten: Primärstruktur, Sekundärstruktur, Tertiärstruktur und Quartärstruktur. Die Primärstruktur beschreibt die Abfolge der Aminosäuren in einem Protein. Die Sekundärstruktur entsteht durch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen benachbarten Proteinbereichen. Die bekanntesten Sekundärstrukturen sind die Alpha-Helix und das Beta-Faltblatt.
Tertiärstrukturen entstehen durch Bindungen oder Wechselwirkungen in weiter entfernt liegenden Bereichen des Proteins. Eine Quartärstruktur besitzen nur Proteine, die aus mehreren Untereinheiten bestehen, wie zum Beispiel beim Hämoglobin. Die Sekundär-Tertiär- und Quartärstrukturen lassen sich übrigens relativ leicht zerstören, zum Beispiel durch Erhitzen. Jeder, der ein Ei gekocht oder ein Schnitzel gebraten hat, weiß das. Kohlenhydrate. Die zweite Gruppe von Biomolekülen, mit denen wir uns jetzt näher befassen, sind die Kohlenhydrate. Zu den Kohlenhydraten gehören die verschiedenen Zucker, Stärke, Zellulose und so weiter. Kohlenhydrate sind das Produkt der Photosynthese bei Pflanzen und einigen Bakterien, die aus CO2 mit Hilfe von Lichtenergie Kohlenhydrate herstellen können. Kohlenhydrate sind die zentrale Energiequelle, auf der fast alle Stoffwechselprodukte beruhen. Kohlenhydrate sind eine Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Chemisch handelt es sich bei Kohlenhydrate um Oxidationsprodukte mehrwertiger Alkohole, also Alkohole, die mehr als eine OH-Gruppe als funktionelle Gruppe haben. Unser Trinkalkohol, das Ethanol, ist nur ein einwertiger Alkohol, hat nur eine OH-Gruppe. Bei den Kohlenhydraten unterscheidet man zwischen Aldosen, wozu die Glucose gehört, und Ketosen, zum Beispiel die Fructose. Glucose und Fructose sind beides Zucker mit 6 Kohlenstoffatomen. Aber Glucose hat als Aldose eine Aldehydbindung als funktionelle Gruppe, bestehend aus einer Doppelbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff, und zusätzlich hat dieses Kohlenstoffatom eine weitere Bindung mit einem Wasserstoff. Fructose als Ketose hat eine Ketogruppe als funktionelle Gruppe. Das ist eine Doppelbindung des Kohlenstoffs mit einem Sauerstoff. Auch bei Kohlenhydraten gibt es isomere Formen, je nachdem an welcher Stelle sich die OH- oder Ketogruppen befinden. Zusätzlich haben Kohlenhydrate auch eine Chiralität. Nehmen wir das Beispiel der C6-Aldose, dessen bekanntestes Isomer die Glucose ist. Man unterscheidet bei einer C6-Aldose 16 Varianten, je nachdem, wo sich die OH-Gruppen befinden. Die 16 Isomere teilen sich ein in 8 Strukturisomere, die jeweils eine Chiralitätsform haben. Anders als bei den Aminosäuren dominieren bei Lebewesen die D-Formen der Kohlenhydrate. Und die bekanntesten C6-Aldosen sind die D-Glucose, die D-Galactose und die D-Mannose. Und unter den Ketosen ist, wie gesagt, die D-Fructose unser wichtigstes und bekanntestes. Neben den Kohlenhydraten mit 6 C-Atomen gibt es auch welche, die nur 5 Kohlenstoffatome haben. Hierzu zählen unter anderem die Ribose und Desoxyribose, die das Grundgerüst von RNA und DNA ausmachen. Zucker mit 5 Kohlenstoffatomen nennt man Pentosen, Zucker mit 6 Kohlenstoffatomen auch Hexosen. Pentosen und Hexosen neigen dazu, Ringformen zu bilden. Bei solch einer Ringbildung kann die OH-Gruppe des ersten Kohlenstoffatoms in 2 verschiedene Richtungen zeigen. Zeigt bei der Ringform diese OH-Gruppe des ersten C-Atoms nach unten, haben wir die Alpha-Form, zeigt die OH-Gruppe nach oben, haben wir die Beta-Form. Die Monomere der Kohlenhydrate bezeichnet man als Monosaccharide oder Einfachzucker. Verbinden sich 2 Einfachzucker unter Wasserabspaltung, wie bei den Aminosäuren auch, werden sie zu Zweifachzuckern oder Disacchariden. Kohlenhydrate mit bis zu 10 Monomeren bezeichnet man als Oligosaccharide und mit mehr als 10 Monomeren als Polysaccharide. Verbinden sich Zuckermoleküle miteinander, spricht man von glykosidischer Bindung. Eine glykosidische Bindung wird immer mit 2 Ziffern angegeben, welche die beiden C-Atome angeben, zwischen denen die Bindung besteht. Zum Beispiel die Maltose, ein Disaccharid mit einer 1,4-glykosidischen Bindung zwischen 2 Alpha-D-Glucosen, weil das erste Kohlenstoffatom der ersten Glucose mit dem vierten Kohlenstoffatom der zweiten Glucose eine Verbindung eingeht.
Die Mono-, Di- und Oligosaccharide sind in der Regel wasserlöslich und haben einen süßen Geschmack und werden im engeren Sinne als Zucker bezeichnet. Die Polysaccharide sind hingegen oftmals schlecht oder gar nicht im Wasser löslich und eher geschmacksneutral. Wir haben ja einige Einfachzucker kennengelernt. Die wichtigsten Zweifachzucker sind Saccharose, unser Rübenzucker, den wir immer kaufen, bestehend aus einem Molekül Glucose und einem Molekül Fructose. Dann gibt es noch die Laktose, den Milchzucker, bestehend aus Glucose und Galaktose. Und die Maltose, dem Malzzucker, der aus zwei Glukosemolekülen besteht. Die wichtigsten Polysaccharide sind Stärke, das Glykogen, welches wir zum Beispiel in unserer Leber speichern, die Zellulose und Chitin. Stärke und Zellulose bestehen beide aus D-Glucose, wobei Stärke aus Alpha-1,4 und Alpha-1,6 glykosidischen Bindungen besteht und die Zellulose aus Beta-1,4 Bindungen. Lipide. Lipide sind chemisch heterogene Substanzen, die sich in Wasser schlecht lösen, also hydrophob sind, gut dagegen in unpolaren Lösungsmitteln, also lipophil sind. In lebenden Organismen werden Lipide hauptsächlich als Strukturkomponente in Zellmembranen, als Energiespeicher oder als Signalmoleküle gebraucht. Die meisten biologischen Lipide sind amphiphil, besitzen also einen lipophilen Kohlenwasserstoffrest und eine polare hydrophile Kopfgruppe. Deshalb bilden sie in polaren Lösungsmitteln wie Wasser, Micellen oder Membranen. Oft wird der Begriff Fett als Synonym für Lipide gebraucht, jedoch stellen die Fette nur eine Untergruppe der Lipide dar, nämlich die Gruppe der Triglyceride. Insgesamt können Lipide in sieben Gruppen eingeteilt werden: Fettsäuren, Triglyceride, Wachse, Phospholipide, Sphingolipide, Glykolipide und Isoprenoide. Triglyceride machen mit über 90% den Hauptanteil der Nahrungslipide aus. Sie sind ein wichtiger Energielieferant. Außerdem bilden sie den wichtigsten Energiespeicher des Körpers in Form von Körperfett. Sie sind ein guter Kälteschutz in der Haut und schützen diese auch vor Verletzungen. Alle wichtigen Organe werden durch einen Fettmantel geschützt. Triglyceride bestehen aus dem dreiwertigen Alkohol Glycerin und jeweils drei Fettsäuren. Fettsäuren sind meist unverzweigte Monokarbonsäuren, die aus einer Kette aus Kohlenstoffatomen bestehen, an deren Ende sich eine Carboxylgruppe befindet. Unterschieden wird zwischen gesättigten Fettsäuren, in denen keine Doppelbindungen vorkommen, und ungesättigten Fettsäuren, die eine oder mehrere Doppelbindungen besitzen. Die einfachste gesättigte Fettsäure ist die Buttersäure und enthält nur vier Kohlenstoffatome. Ein wichtiger Vertreter der ungesättigten Fettsäuren ist zum Beispiel die Ölsäure, die einfach ungesättigt ist. Je mehr Doppelbindungen Fettsäuren enthalten, desto niedriger liegt ihr Schmelzpunkt, sind also bei Raumtemperatur eher flüssig, zum Beispiel beim Sonnenblumenöl. Ungesättigte Fettsäuren können vom tierischen Organismus nur unter Einschränkung synthetisiert werden. Man bezeichnet daher alle jene Fettsäuren, die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen, als essentielle Fettsäuren. Wachse unterscheiden sich von Fetten dadurch, dass anstelle des Glycerins andere Alkohole als Grundstruktur eintreten. Wachse sind ebenso wie Fette neutrale Verbindungen, die unpolare, langkettige Kohlenwasserstoffreste enthalten. Daher sind sie auch in Wasser nicht löslich. Neben tierischen Wachsen, zum Beispiel Bienenwachs oder Walrat, sind auch Pflanzenwachse bekannt, zum Beispiel das Carnauba-Wachs, das für Autopolituren verwendet wird. Membranbildende Lipide sind Lipide, die einen hydrophilen und einen hydrophoben Teil besitzen, also amphiphil sind. Dies erlaubt es ihnen, in polaren Lösungsmitteln wie Wasser, je nach Beschaffenheit entweder Micellen, also kugelförmige Aggregate aus amphiphilen Molekülen, die sich spontan zusammenlagern, oder Doppellipidschichten zu bilden, wobei immer der hydrophile Teil mit den polaren Lösungsmitteln interagiert.
Aus diesen Doppellipidschichten sind alle Biomembranen aufgebaut, welche den Inhalt einer Zelle gegen die Umgebung abgrenzen und somit membranbildende Lipide zu einer der Grundvoraussetzungen allen Lebens macht. Phospholipide haben eine Phosphatgruppe und bilden den Hauptbestandteil von Biomembranen. In diesen Substanzen ist Glycerin mit zwei Fettsäuren und Phosphorsäure verestert. Der Phosphorsäurerest besitzt eine negative elektrische Ladung und ist mit einem Alkoholrest, zum Beispiel Serin, Iosid oder Glycerin, verbunden. Sphingolipide sind komplex aufgebaute Phospholipide, die gehäuft im Gehirn und im Nervengewebe anzutreffen sind. Als Isoprenoide werden Verbindungen bezeichnet, die auf Isopreneinheiten aufbauen. Zu diesen Lipiden zählen Verbindungen wie die Steroide und Carotinoide. Der bekannteste Vertreter der Steroide ist das zu den Sterinen zählende Cholesterin. Es ist unter anderem auch ein essentieller Bestandteil der Zellmembran und kann somit im erweiterten Sinne auch zu den Membranlipiden gezählt werden. Auch die Sexualhormone wie Testosteron und die Östrogene sind Steroide. Carotinoide sind Polymerisationsprodukte von Isopren, die ausschließlich in Pflanzen hergestellt werden und dort als gelb bis rötliche Farbstoffe fungieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, schreibt in die Kommentare und abonniert am besten meinen Kanal. Euer Red Devil.